Okay, jetzt mache ich Musik. Interessant. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum, zu einem neuen Netztest. Ever Oasis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Demo-Version auf dem 3DS. Ich sag's nochmal dazu, ich klinge heute eventuell ein bisschen erkältet. Liegt daran, dass ich's bin. Ich hoffe, man hört's nicht zu sehr. Ja, ich werd's jetzt trotzdem diese Demo-Version mal für euch jetzt testen und ja, starten wir das Spiel. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich kriege direkt mal Start und starte das Abenteuer. Einst gab es in der Wüstenwelt Vistrada viele blühende Oasen. Doch dieser Einfluss des unheilvollen Chaos verwandelte die Tiere in furchterregende Monster. Nach und nach gingen auch die Oasen zugrunde. Unser Held ist ein Sprössling mit der Gabe, neue Oasen zu erschaffen. Gemeinsam mit dem Wassergeist Esna ließ er eine kleine Oase ersprießen. Es ist die einzige Oase, die in der Wüste noch existiert. Tag für Tag geben die beiden alles, damit die Oase wieder wächst. Sie soll eine Zuflucht für Reisende, wie auch für eine neue Bewohner sein. Unsere Oase wird immer größer und lebhafter. Tetu, ist das nicht fabelhaft? Ich hoffe, wir finden noch viel mehr, Freunde. Dann wird unsere Oase sogar noch schöner. Heute treffen wir bestimmt viele interessante Reisende. Da bin ich ganz sicher. Was? Was läuft hier? Da kommt wer? Evia ist neu. Zum Glück ist hier eine Oase. Ich war ganz nervös, so lange durch die Wüste zu reisen, meine ich. Evia ist neu zu Besuch. Du hast Informationen über Evia von den Sprösslingen erhalten. Okay. Oh, wir haben Besuch. Wie aufregend. Lass uns nachsehen, wer gekommen ist. Jo. Schauen wir uns mal an, was Evia so macht. Okay, jetzt können wir uns relativ frei bewegen hier. Wo willst du denn hin, Tetu? Lass uns unsere Besucher begrüßen. Okay, da kann ich noch nicht rein. Kann ich denn da hin? Okay, da kann ich rein. Was ist hier? Deine Ausrüstung ist hier. In der Truhe im Baumhaus kannst du jederzeit deine Ausrüstung ändern. Okay. Und was hier? Sackgasse. Ein Pool. Ein Whirlpool. Die Bildgrafik, die gefällt mir jetzt schon sehr gut. Dieser Animationsstil, in dem das Spiel hier gefertigt ist. Sieht mega nice aus. Okay, dann gucken wir mal in dieser Richtung nach. Sandhügel.
Windmagie. Halte Y gedrückt und lasse den Knopf los, um deine Windmagie zu entfesseln. Okay, ich bin also eine Art Magier. Ein Windmagier. Okay, und dann noch das hier. Habe ich schnell rausgerichtet, wie man das macht. Nee, ich habe da natürlich vorher noch ein bisschen gespielt. Also ich habe das ein bisschen gespielt, habe da vorher schon mal reingeguckt, wie es läuft. Ich will ja wissen, was ich im Let's Test bringe. Ich kann ja nicht völlig blind da reingehen. Ich kann ja nicht jeden Scheiß bringen, den es so gibt. Und deshalb kenne ich schon so die erste Minute im Spiel. Kenne mich so halbwegs ein bisschen aus hier. Und da war ich hier noch nicht. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Eulenstatuen am Grunde eines Plateaus hier. Hier wächst irgendwas, eine mysteriöse Frucht. Oh, Anbau. Können wir was anbauen? Du hast keine Saat zum Aussehen. Schade. Kann ich hier nichts pflanzen. Diese Eulenfiguren, die sind interessant. Jo, dann schauen wir uns mal in der Richtung hier um. Oh, da ist schon wer. Wer bist denn du? Hallo. Und die sagt nur guten Tag. Scheint ein kleiner Pinguin zu sein. Ein Pinguin? Moment mal. Pinguin in der Wüste? Bestimmt kein Pinguin. Imbiss-Schranke. Oh. Da kann ich rein. Wenn man an einem heißen Tag ein Windrad hat, wären die Temperaturen gleich etwas erträglicher, hoffe ich. Okay. Komm jederzeit wieder, auch wenn hier in der Zwischenzeit wahrscheinlich nichts Spannendes passieren wird. Okay, ja. Musikrad. Okay, jetzt mach ich Musik. Interessant. Okay, alles klar. Kann ich mit dir reden? Okay, ich kann mit euch reden, aber ihr antwortet nicht. Ihr winkt nur schön. Said, kann ich mit dir reden? Ja, ich kann mit dir reden. Juhu. Tag auch. Wie geht's denn so an das Paletti? Jo, was noch keiner wusste. Meine Bälle kannst du sogar in der Wüste kicken. Da fehlt dir die Worte, was? Ja, da bleibt sogar noch die Pinguis die Luft weg verstauen. Ein Glück. Piep, 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 den ganzen Tag. Ich brauche viel Ruhe, wenn ich vernünftige Bälle brauche und bauen will. Ah, sind also tatsächlich Pinguine. Was machen Pinguine in einer Wüste? Frag ich mich. Hallo, Tito. Eine gute Haushaltsplanung ist das Wichtigste. Sonst gibt man seine Taujuwelen für uns den Krempel aus. Aha, Taujuwelen ist also hier scheinbar die Währung. Der Händler. Tritt nur näher, ich habe gute Ware im Angebot. Kaufen, tauschen, abbrechen. Ich klicke mal auf kaufen. Okay, ich habe 300 Tautropfen, wie es aussieht. Paprika, Saat, Herzsamen, Grünlingsschwert, Nussring. Okay, Paprika, Saat ist scheinbar etwas, was wir dort hinten pflanzen können. Interessant. Das Grünlingsschwert, kann ich mir das leisten? Sieht doch interessant aus. Ich kauf's mir mal. Ich meine, da ist schon fast alles weg, aber... Shit happens. Grünlingsschwert gekauft. Habe ich jetzt was zum Verteidigen. Komm bald wieder. Das Kämpfen werden wir hier wahrscheinlich noch lernen. Sifris. Oh, Häuptling. Mal wieder schwer beschäftigt, wie ich sehe. Ich bin also der Häuptling. Schön zu erfahren, dass ich der Häuptling bin. Du kannst auch zu anderen Orten springen. Nur in der Vollversion möglich. Okay, ist klar. Irgendwas muss ja für die Vollversion bleiben. Vor allem, weil diese Demo-Version ja immer irgendwie ungeschnittenes Material von den Vollversionen ist. Bei Monster Hunters Generations oder? Nee, Monster Hunter Stories hatten wir das. Da war das einfach irgendwie viel zu lang. Ich hatte das Gefühl, das war einfach aus dem Anfang rausgeschnitten. Hier bei Miitopia hatten wir das auch. Einfach nur der Anfang drin gemacht. Man könnte ja mal ein Best-of oder irgendwas Kreatives draus machen, aber ja. Nintendo macht neuerdings die Demo-Version nochmal zu lang und
zu unoriginell. Schneidet einfach was aus dem Hauptspiel raus. Finde ich schade. Aber weiter geht's hier. Hallo, Evia ist mein Name. Ist meine Dame, sagt sie. Ich meine, Evia ist meine Arme. Nein, Evia ist mein Name. Ach so, der Versprecher. Ich habe den Versprecher versprochen und richtig gesprochen. Interessant. Ich bin ganz aufgeregt. Ich muss echt daran arbeiten, nicht immer gleich nervös zu werden. Ich bin so lange durch die Wüste geirrt, dass mein Hals staubtrocken ist. Wenn ich jetzt ein Getränk hätte, ich könnte ja eines mischen. Aber dazu bräuchte ich 5 Stück Fruchtfleisch von den Kakteen draußen in der Wüste. Und die besorge ich dir natürlich. Ach, Esna wieder. Wie aufregend, ein Besucherin in unserer Oase. Oh, habe ich dich etwa erschreckt? Über den Wasserball, den Herr Skarabäus herumträgt, kann ich sehen und hören, was um dich herum geschieht. So bleibe ich an deiner Seite, auch wenn ich dich nicht begleiten kann. Interessant. Schön zu wissen. Ach ja, Evia sagte, sie braucht irgendwas Fruchtfleisch von einer Kaktee, richtig? Evia braucht Kakteenfruchtfleisch. Und zwar 5 Stück, richtig? Ja, das scheint richtig zu sein. Da können wir doch sicherlich helfen, Tetu. Lass uns ein paar Kakteen finden und etwas Fruchtfleisch sammeln. Evia würde sich bestimmt richtig darüber freuen. Machen wir. Okay, Jammer. Gefolge und Knospenläden. Wenn Reisende deine Oase gefällt, wollen sie dort wohnen und deinem Gefolge beitreten. Sprosslinge, die deinem Gefolge beitreten, können in deiner Oase Knospenläden eröffnen. Lasse in diesen Läden allerlei Waren verkaufen, um wieder neue Reisende anzulocken. Wie aufmerksam von dir, Tetu. Du willst dich auf Fruchtfleischjagd begeben, richtig? Ja, wenn ich herausfinde, wo und wie und was, dann mache ich das für dich. Weißt du, wo du Fruchtfleisch findest? Nein, verrate es mir. Du freust mir bestimmt jetzt. Wenn du vor der Oase ein paar Kakteen fällst, solltest du welche ernten können. Dann lass uns mal ein paar Kakteen fällen. Es freut mich zu sehen, wie hart du als Anführer für das Wohl der Oase arbeitest. Du bist ein guter Häuptling. Natürlich werde ich nicht auf der faulen Haut liegen, während du dich abackerst. Ich werde dich begleiten. Mit meiner Lanze kann ich dir sicherlich nützlich sein. Schön, schön. Mio ist deiner Gruppe beigetreten. Okay. Wie ist der Mio? Ja, Mio heißt er. Er oder sie. Wo müssen wir jetzt hin? Dorthin, oder? Scheint so. So, was haben wir hier? Das Tor aus Gras öffnet sich. Laubtor. Scheint irgendwas Pflanzliches zu sein. Okay. Kara-Wüste. Ab in die Wüste hinaus. Na, sie sagt wieder was. Außerhalb der Oase wimmelt es von Chaos-Monstern. Die sind gefährlich. Da musst du also aufpassen. Wenn eine Situation brenzlig wird, solltest du besser weglaufen. Ja? Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. Aber sowas von Abenteuer in der Wüste, außerhalb der Oase, kannst du angreifen. A, schwacher Angriff, X, starker Angriff, B, ausweichen, L, Gegner anvisieren. Okay, habe ich mir nicht gemerkt, aber wir finden es schon raus. Die Steuerung. Okay, mit A kann ich scheinbar ganz gut kämpfen und mit X. A und X. Muss ich mal benutzen. So haben wir hier schon unseren ersten Gegner. Bist du ein Gegner? Du siehst aus wie ein Gegner. Muss dich jetzt bekämpfen. Jo, sieht gut aus. Habe ich dich jetzt bekämpft? Gut gemacht, Tetu. Dem Chaosmonster hast du es ja gezeigt. Hast du dir auch nicht wehgetan? Vergiss nicht, du hast keine Medizintränke bei dir. Okay, die kriegen wir wahrscheinlich später. Siegte Gegner hinterlassen ab und zu Beute, die du nach dem Kampf automatisch einsammelst. Jeder Gegner hinterlässt andere Beute. Oftmals findet sich hier Material für Lieferungen. Wenn du im Kampf verletzt wurdest, kannst du über das Symbol oben rechts auf den Touchscreen
deine Arzneikiste öffnen. Hier kannst du dich heilen, wenn deine Kraftpunkte, kurz KP, niedrig sind. Okay, gut, dass ich weiß. Und welches Item habe ich jetzt hier bekommen? Oha! Greift wieder wer an. Der war etwas größer, wenn ich recht gesehen habe. Und was für Items haben die jetzt fallen gelassen? Wir sollen irgendwelche Beeren pflücken. Oder wie war das? Lass uns die doch mal finden. Wird auch ganz interessant. Ach so, Kakteen sollen wir fällen. Dich da. Okay, da haben wir eine. Ein Fruchtfleisch. 5 brauchst du. Da haben wir 2. Hier ist noch eine Bestie hier. Och, die werden immer so süß klein. Okay, suchen wir mal weiter nach Kakteen. Da ist noch ein dritter. Hat sich fast aus dem Auge verloren. Was eigentlich unser Ziel ist. 3 von 5 haben wir. Da ist nochmal 4 von 5. Kann auch hier so rollen. Zack, zack. Und Kaktus fällen. Kugelkart hier. 4 von 5. Ich glaube, ich brauche nur noch eine. Eine Kaktusfrucht. Muss doch nicht sein, in einer Wüste einen Kaktus zu finden, oder? Wird keine allzu schwere Aufgabe sein. Okay, hier sind wieder. Kann ich dich fällen? Du siehst ein bisschen anders aus, aber. Ja, hat geklappt. Ist egal, wie der Kaktus aussieht. Hauptsache, es ist ein Kaktus. Damit haben wir eine gute Menge Fruchtfleisch gesammelt, würde ich sagen. Lass es uns zu Evia bringen. Kakteenstachel zusätzlich noch erhalten. Fruchtfleisch. Okay, und dann wieder zurück zum Tor. Das Tor ist weit weg. Aber wir kriegen es schon hin. Wir rollen uns hin zum Tor. Wir rollen über den Sand zu der Bestellerin von den Kaktusfrüchten. Nicht ohne lassen. Erfahrungspunkte. Kehrst du zur Oase zurück, werden entsprechend deiner Gegner, die du unterwegs besiegt hast, Erfahrungspunkte verteilt. Hältst dein Charakter genug Punkte, steigt sein Level. Okay, das passiert erst, wenn wir zurück sind. Interessant. Interessantes System. Bisher kannte ich das immer nur so, dass das schon direkt nach dem Kampf sofort überwiesen wird. Deine IPs. Du hast mir tatsächlich Fruchtfleisch vorbeigebracht. Vielen Dank. Oh, warte. Ich habe hier Medizin für dich. Erhalte Medizin. Dank deiner Hilfe kann ich jetzt ein Getränk mischen. Wie schön. Mir wurden schon ganz schwummerig um die Augen. Und gern geschehen. Um mich für deine Hilfe erkenntlich zu zeigen, werde ich auch genug Getränke für alle Bewohner machen. Und da brauchst du noch ein bisschen mehr von den Fruchtdingern. Ich kann nicht glauben, dass ich mein Ausbringtuch vergessen habe und ohne ein Fellbüschel von einem Säbelzahn-Arnickel kann ich kein neues machen. Aber sollte ich mich wirklich bis in den Krug von Ima vorladen, so komme ich nie zu meinem Getränk. Neue Quest oder was? Evia benötigt Hilfe. Möchtest du bitte von Evia annehmen? Okay, ja, ich nehme es mal an. Du hast die Bitte von Evia aktiviert. Okay, eine neue Quest. Sagt mal, habt ihr das richtig gehört? Mio und du, ihr wollt zum Krug von Ima? Ganz recht. Denkst du daran, uns zu begleiten, Loto? Wäre wohl keine schlechte Idee. Ich kenne mich im Krug ziemlich gut aus. Außerdem sind meine Bolas besonders gut im Kampf gegen die Petzigwacker, die dort herumkeuchen. Loto ist der Gruppe beigetreten. Okay, neues Teammitglied. Interessant. Wo geht's jetzt dann immer dort unten hin? Zu den Quests. Guck mal, Mystery Dungeon. Zumindest in Team Blau. Da hat man unten so eine Route, wo man lang musste. Wenn man sein Ziel erreichen wollte. So, da wollen wir okay, irgendwo dorthin. Der Krug ist hier, oder? Da geht's rein. Joa, sind wir drin. Was gibt's hier? Die Tür ist verschlossen, aber
glaube, das Loch dort führt in den Raum auf der Seite. Nur wie kommen wir durch das Loch? Kannst du kriechen? Okay, hier. Loto habe ich hier. Ich kann Loto da was ausrichten. Was anrichten. Okay, ich dachte, du kannst durch, weil du klein genug bist. Kannst du nicht durch? Okay, ein Rätsel. Finden wir heraus, wie wir durchkommen. Hier vielleicht diesen Sandwirbel hier wegwuseln. Und jetzt passt auf. Ich habe nämlich ein spezielles Talent. Ich kann mich auf den Blumen wie dieser dazu einen Ball zusammenrollen und herumkullern. Da schaust du, was? Ich nenne diese Technik Kullersamen. Okay, irgendwas mit A. Und Steuerkreuz oben zu wechseln, okay. Wir finden schon raus. Talent aktiviert. Okay, wer war das? Das war bestimmt er hier. Der kann das. Jo, er kann das. Dann mal durch. Okay, er ist auf der anderen Seite. Das ist schön. Kann er auch das noch aktivieren? Er kann es. Und jetzt öffnet sich die Tür und alle können durch. Das ist doch schön. So. Ich schätze mal, hier ist das, was wir brauchen. Nein, noch ein Rätsel. Siehst du diese Vogelstatuen? Kannst du die nicht irgendwie bewegen? Ich kann es versuchen. Ach, mit Wind kann ich das bestimmt machen. Jetzt brauche ich den Tetu wieder. Nein, zwischen Monster in einem Dungeon. Erinnert ein bisschen an The Legend of Zelda. Petziwaka, na toll. Die kannst du mir überlassen. Mit meinen Bodas kriege ich die im Hand umdrehen klein. Okay. Nein, ja. Er ist diese Bolas. Okay, das ist das hier. Na dann. Dann kriegst du mal mit deinem Bolas im Hand unten drehen klein. Dich will ich. Na, Attacke. Das sind also Bolas. Na komm. Den haben wir scheinbar mal besiegt. Hier ist noch einer. Egal. Hier können wir Krüge öffnen. Scheinbar haben wir den Monster schon besiegt. Den Monster. Genau. Padewolle und irgendeinen Faden habe ich bekommen. So, dann mal den Wirbelwind einsetzen. Wie ging das nochmal? So hier. Okay. Die wirbelt. Die andere hat schon gewirbelt. Okay. Tun wir hindurch. Öffnen. Noch ein Rätsel. Hört es nicht mehr auf damit, oder? Sind wir angekommen? Ich sehe da hinten was. Was ist das? Okay, da brauche ich eine Spitzaxt. Hier können wir gute Materialien finden. Ich bin recht geschickt im Schürfen. Überlass dies nur ruhig mir. Okay. Okay, er kann gut schürfen. Dann wollen wir mal. Sein Talent ist also Schürfen. Na, so schnell. Ein Hieb. Du hast schon Stein zerwühlt. Na, das ist aber schnell. Loto. Okay, dein Talent mal. Achso, ist ein Krug. Ich dachte, du kannst da durch. Krug aufgebrochen, um was rauszuhalten. Okay, ein Dreierstein müssen wir uns dazu dritt aufstellen. Sieht so aus. Ich versuch's mal. Jo. Sah richtig aus. Zu dritt aufs Blatt stellen und dann öffnet sich das Tor. Sesam, öffne dich. Kannst weitergehen. Das kriegen wir doch hin, oder? Die Rätsel kriegen wir gemeinsam gelöst. So, hier die Sandhaufen wegwuseln oder was? Okay, das ist eine Attacke. Oh nein, ein Kobra. Kommt hier so plötzlich. Ich hätte mit der Lanze machen können, ich weiß, aber. So. Auch den Sandhaufen weg. Ja, dieses Talent ist nur in der Vollversion verfügbar. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Nichts Benötigtes. Machen wir alles frei. Oh nein! Kobra hinter mir. Hilfe.
Leute, rettet mich. Leute, hilft mir. Ich hab doch zwei Leute im Team. Hai-Kobra. Ach, eine Hai-Kobra. Okay, könnte gefährlich werden für mich. Sollte eigentlich das Team wechseln hier. Der sie, Mio kann noch eingreifen hier. Das war doch so hier. Zack, die ist doch effektiver gegen sich, Kobras. Kobra-Haut. Okay. Endboss. Ein putziger Endboss. Da, ein Säbelkatzen. Die sind nicht ohne, aber zu dritt kriegen wir das schon klein. Schwerter sind gegen Säbelkanicke besonders effektiv. Dein Einsatz, Tetu. Okay. Soll ich also mit Tetu kämpfen? Tetu. Okay. Stürzen uns auf die mittlere. Die große. Die kleinen können uns. Können uns ja egal sein. Was, bin ich jetzt K.O. oder was? Hey? Wo ist denn der bewusstlose Charakter? Hier. Ah. Stürzt euch nicht auf den Toten. Respekt vor den Toten. Okay. Ein bisschen übersichtlich. Übersichtlos. Weiß nicht, was los ist hier. Kann ich dich retten? Drück doch A. Alle tot. Hier wieder beleben zum Titelbildschirm. Ja, ist mir jetzt auch ein bisschen zu knifflig. Ich muss jetzt nicht noch den Endboss besiegen. Ich habe da jetzt mal ein bisschen reingeguckt und habe mal geschaut, wie es so läuft. Ja, und dann habe ich mal das angetestet, das Spiel. Ja, ein Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Dieses Video, mein letzter Test. Habt ihr mal so ein bisschen einen ersten Blick davon bekommen? Habe ich so mal ein bisschen einen ersten Blick bekommen. Sieht ganz interessant aus. Ever Oasis. Ja, so im weißen Hintergrund mit Blau. Sieht ganz chillig aus. Ja, ich könnte es mir vorstellen, eines Tages mal als Let's Play zu spielen. Sieht ganz interessant aus. Geile Grafik. Und auch die Rätsel waren jetzt nicht zu schwer. Also mit ein bisschen Skill und ein bisschen, wenn man nicht so allzu dämlich ist, schafft man das schon. Und die 3DS aus. Ja, Angwert aber. Einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Adios.